Hallo und herzlich willkommen zu deiner Yogastunde. Für die heutige Einheit brauchst du einfach nur eine Decke und einen Stuhl. Setz dich aufrecht hin, locker dich einmal aus, schließ die Augen, komm erstmal an. Atme vielleicht einmal tief ein und aus. Lass den Atem fließen und wenn du möchtest, hebst du jetzt einmal einatmend deine Arme nach oben und ausatmend lässt du sie nach unten fallen. Einatmend hebst du deine Arme nach oben, ausatmend fallen lassen. Einatmen nach oben, ausatmen fallen lassen. Einatmen, ausatmen. Und dann kommst du direkt in das Kreisen deiner Schultern. Kreise deine Schultern ganz genüsslich, weck dein Schulterbereich auf. Einatmen, ziehst du die Schultern zu den Ohren. Ausatmen, gehen sie nach hinten unten. Ah, das tut gut. Spür mal, wie es vielleicht knackt und knatscht in deinen Schultern. Lass deinen Atem fließen. Und wenn du möchtest, fängst du jetzt an, einmal nur die linke, einmal die rechte Schulter zu kreisen. Immer schön im Wechsel. Und spür auch hier, welche Schulter funktioniert besser. Und jetzt kannst du, wenn du möchtest, einatmen, deine Arme heben, ausatmen, einen großen Kreis ziehen. Wenn das nicht geht, bleibst du im normalen Schulterkreisen. Aber so hebst du einatmend und ausatmend senkst du deine Arme. Das tut unheimlich gut, mobilisiert deine Schultern. Und dann einmal alles auslockern, Hände auf die Oberschenkel, Augen schließen. Spür die Wärme in deinen Schultern. Und dann atme langsam wieder ein, öffne deine Augen. Bring Hände und Ellbogen vor dir zusammen. Atme ein, öffne deinen Brustkorb, zieh die Schulterblätter nach hinten zusammen. Ausatmen, bring alles wieder nach vorne zusammen. Spür die Dehnung in deinem Brustkorb und in deinem Rücken. Mach das Ganze ganz in deinem Atemrhythmus. Wenn du einatmest, öffnest du den Brustkorb. Wenn du die Hände nach vorne bringst, atmest du aus. Und jetzt hältst du einmal. Halte einmal geöffnet, zieh die Schulterblätter hinter dir zusammen. Und dann löse alles wieder locker. Locker deine Schultern. Leg die Hände auf die Oberschenkel, schließ die Augen und spür nach. Spür die Weite in deinem Brustkorb, die Länge in deinem Rücken. Deine Gesichtsmuskulatur ist ganz locker und entspannt. Atme wieder ein, öffne die Augen. Nimm deinen linken Arm nach vorne und zieh mit deiner rechten Hand die Finger deiner linken Hand zurück. Deine Schultern sind locker und entspannt. Deine Gesichtsmuskulatur entspannt. Spür die Dehnung deiner linken Hand. Bis in den Unterarm. Dann öffne wieder deine Augen, locker einmal alles und wechsle die Seite. Jetzt dehnst du die Finger deiner rechten Hand. Spür auch hier die Dehnung von den Fingern bis in den Unterarm. Entspann deine Schultern. Augen sind geschlossen, der Atem fließt. Und dann locker wieder alles. Leg die Hände auf die Oberschenkel. Schließ die Augen und spür nach. Spür mal in dich hinein, wie deine Hände und Unterarme sich anfühlen. Deine Gesichtsmuskulatur ist locker.
Dann öffne wieder deine Augen, verschränke deine Hände im Venusschluss vor dir und hebe einatmend die Arme nach oben mit den Handflächen nach oben. Ausatmend machst du dich rund und deine Finger zeigen nach vorne. Einatmend, die Handflächen gehen nach oben, dein Brustkorb öffnet sich. Ausatmen, mach dich rund, Kinn zum Brustbein und zieh dich nach vorne. Ich zeige es dir einmal seitlich. Einatmen nach oben, ausatmen, machst du dich rund, spür die Dehnung im Rücken. Einatmen und ausatmen. Noch ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Eine wunderschöne Mobilisation für deine Schultern, für deinen oberen Rücken. Entspannt die Schultern ganz wunderbar. Es ist eine tolle Übung, die man zwischendrin, wenn man zu lange am Schreibtisch gesessen hat, machen kann. Schön den Atem fließen lassen. Und nach deiner letzten Ausatmung lockerst du wieder alles. Schüttel dich einmal etwas aus, leg die Hände auf die Oberschenkel, schließ die Augen und spür nach. Spür die Leichtigkeit deines Schulterbereiches. Deine Gesichtsmuskulatur ist locker und entspannt. Dann atme wieder ein, öffne die Augen. Nimm deine Hände verschränkt an deinen Hinterkopf. Dort, wo ein Pferdeschwanz sitzen würde. Und jetzt atmest du ein, schiebst dein Kinn nach vorne und ausatmend schiebst du deinen Hinterkopf in die Hände. Einatmen, Kinn nach vorne. Ausatmen, Hinterkopf in die Hänge, sodass dein Nacken ganz lang wird und du die Kraft bis in deine Schulterblätter spürst. Das ist eine wunderschöne Übung gegen Schmerzen, gegen Kopfschmerzen, die aus dem Nacken kommen. Ich zeige es dir hier wieder seitlich. Einatmen, Kinn nach vorne schieben. Ausatmen, den Nacken nach hinten squeezen. Drücken, 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 drücken. Einatmen, ausatmen. Schaff Länge in deinem Nacken, schaff Länge in deiner Brustwirbelsäule. Mach das in deinem eigenen Rhythmus. Das tut unheimlich gut. Und jetzt hältst du einmal, drück deinen Hinterkopf in deine Hände, halte, halte, halte. Schön weiteratmen immer dabei. Und dann löst die Übung, locker alles wieder. Leg die Hände auf die Oberschenkel, schließ die Augen und spür nach. Lass den Atem fließen. Dann öffnest du wieder deine Augen und greifst deine Hände hinter dir ins Venusschloss, nimmst deine Beine etwas weiter auseinander. So sieht das Venusschloss aus. Und jetzt atmest du tief ein und ausatmend lässt du dich nach vorne sinken und deine Hände ziehen Richtung Himmel. Einatmend kommst du ganz langsam wieder nach oben, öffne deinen Brustkorb und ausatmend gehst du wieder nach vorne. Einatmen wieder nach oben, einmal alles lösen. Alles lockern, aufrecht sitzen und nachspüren. Spür die Leichtigkeit.
Dann atmest du wieder ein, öffnest deine Augen und nimmst dir deine Decke. Wir kommen jetzt zu einer meiner absoluten Lieblingsübungen, ein extremer Herzöffner. Und leg die Decke über deine Stuhllehne. Setz dich nach hinten. Nimm deine Hände, verschränk sie wieder an deinem Hinterkopf. Rücke mit deinem Hintern ein Stückchen weiter nach vorne, damit du nicht kippelst. Ruhig noch weiter nach vorne gehen. Und jetzt lehnst du dich über die Kante deiner Stuhllehne, sodass dein Brustkorb ganz extrem geöffnet wird. Gib das Gewicht deines Kopfes wirklich nach hinten ab. Deine Hände halten deinen Kopf. Wenn das ein bisschen zu anstrengend für dich ist, dann nimm das Kinn so ein kleines bisschen mehr zum Brustbein. Achte darauf, dass dein Nacken entspannt ist, dass der dabei nicht angestrengt ist. Und du so richtig schön diesen extremen Herzöffner in deiner Vorderseite spürst. Spür die Länge in deiner Bauchdecke. Lehn dich mit jeder Ausatmung noch ein Stückchen weiter über die Stuhllehne. Spür diesen Herzöffner. Öffne auch deinen Geist. Und wenn du aus dieser Position wieder herauskommst, komm ganz langsam, heb mit deinen Armen zuerst deinen Kopf wieder nach vorne. So eine herrliche Übung. Setz dich wieder ganz normal aufrecht hin. Leg die Hände auf die Oberschenkel. Du kannst dich jetzt gerne anlehnen, wenn du möchtest. Wir kommen jetzt zur Endentspannung. Atme einmal tief ein und durch den Mund ganz tief aus. Und komm jetzt zur Ruhe. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen. Entspann deine Gesichtsmuskulatur von der Stirn über die Lippen hin zum Kiefer. Entspann deine Schultern. Entspann deinen oberen Rücken. Gib jegliches Gewicht nach unten hin ab an deinen Stuhl. Sitz ganz locker und entspannt. Und lass jetzt für ein paar Atemzüge in aller Ruhe deine Atmung fließen. Und dann fang langsam wieder an, tiefer zu atmen. Atme einmal tief aus. Bring wieder etwas Bewegung in deinen Körper. Nimm die Hände einmal vor deine Brust. Dann an die Stirn, vor die Lippen, vor dein Herz. Namaste.